Willkommen zu Star Citizen und einem Guide für die Alien Week. Die Alien Week 2021 ist gestartet und wir gehen in diesem Guide auf alle Contests, Angebote und Möglichkeiten ein. Und zudem bekommt ihr wie gewohnt eine kostenlose PDF-Übersicht aller Angebote und Upgrade-Möglichkeiten, übersichtlich und up-to-date. Somit habt ihr beispielsweise die Möglichkeit, euch eine Banu Merchantman für $375 anstelle von $500 zu sichern und das direkt im Pledge Store. Und neben den offiziellen Contests von CIG, bei denen ihr einige Schiffe gewinnen könnt, findet auch unser Screenshot-Contest mit dem Motto „Der erste Kontakt im Zeitraum der Alien Week“ statt. Details hierzu findet ihr nochmals gegen Ende des Guides. Der Ursprung dieses Events fand, oder besser gesagt findet, am 12. Juni 2438 statt, als die Menschheit und die Banu-Rasse ihren ersten Kontakt hatten. Im Gegensatz zur Intergalactic Aerospace Expo im November oder der Invictus Launch Week, welche gerade erst im Mai stattgefunden hat, ist die Alien Week kein direktes Ingame-Event. Es gibt also keine Messe oder Ingame-Ereignisse hierzu. Vielmehr sind alle Alien-Schiffe wie auch Konzepte im Pledge Store verfügbar, was neben dem großen Verkauf im November eine der wenigen Möglichkeiten im Jahr darstellt, sich ein Alien-Schiff zu sichern. Aber das ist natürlich nicht alles, weshalb wir auf alle Bereiche der Alien Week Step by Step eingehen. Den Auftakt machte die Vorstellung der Gattak Raylan, welche wir bereits in einem vorhergehenden Video ausführlich vorgestellt hatten. Die Gattak Raylan ist ein Alien-Frachtschiff, welches zwischen der Caterpillar und kleineren Frachtern wie der Mercury Starrunner oder Constellation Taurus eingereiht ist. Das futuristische Design sowie die moderne Technologie sind neben der extremen Schildkapazität die größten Highlights der Raylan. Mit 320 SU-Frachtkapazität sowie einer Crew von 4 bietet die Raylan für andere Spielmechaniken neben dem Handel jedoch aktuell wenig Potenzial. Allerdings ist dieses Schiff auch noch in der Konzeptphase. Und natürlich gehört dieses neue Schiff ebenfalls zu den aktuellen Verkäufen im Pledge Store, wobei auch neue Rüstungen, Paints und reduzierte Warbond-Upgrades verfügbar sind. Und nachdem noch immer Warbond-Upgrade-Möglichkeiten zum Nova-Tank, den C2 und M2-Varianten der Crusader Hercules Starlifter verfügbar sind, ergeben sich einige interessante Upgrade-Wege für alle, die nach der Invictus-Woche noch den Drang verspüren, ihren Hangar weiter auszubauen. Aber an dieser Stelle nochmals ein Hinweis: Wir empfehlen grundsätzlich zum Spielen von Star Citizen lediglich den Echtgeldkauf eines Starterpaketes. Weitergehende Echtgeldinvestitionen solltet ihr nur dann tätigen, wenn ihr die Entwicklung des Spiels aktiv unterstützen möchtet und euch im Klaren seid, dass es sich um eine Alpha-Phase handelt. Und die komplette Übersicht über alle aktuellen Angebote der Alien Week findet ihr wie gewohnt im kostenlos zum Download bereitgestellten PDF. Und auch das Übersichts-PDF zur Invictus-Woche, wo ihr noch immer aktive Warbond-Angebote findet, steht hier zum Download bereit. Sollten Begriffe wie Warbonds, Pledges und Upgrade-Ketten für euch fremd klingen, empfehle ich euch den Pledge Store Guide hier im Kanal. Hier ein Beispiel für eine solche Upgrade-Kette, wobei wir mittels verschiedener Upgrade-Wege und Reduzierungen die Banu Merchantman, welche als Einzelschiff für $500 zusätzlich Steuern angeboten wird, ganz offiziell über die Upgrade-Kette für $375 zuzüglich Steuern ermöglichen. In diesem Beispiel sind zudem noch der Einsatz von $285 an Store-Credits möglich, womit ihr nur die enthaltenen Warbond-Angebote mit Echtgeld bezahlen müsstet. Kommen wir zum Alien Trading Card Contest. Hierbei habt ihr die Möglichkeit, euch mittels eines downloadbaren Kits eine eigene Trading Card zu erstellen und letztlich einzureichen, um am Contest, bei dem es neben einer Banu Defender, einer Aopoa Cartual, auch eine Esperia Talon zu gewinnen gibt, teilzunehmen. Aber auch für die in der Küche begabteren Citizens gibt es wieder einen Contest, den Intergalactic Cook-Off, bei welchem ihr ebenfalls die Möglichkeit habt, Preise abzuräumen. Hier gibt es eine Esperia Prowler, die Banu Defender sowie eine Cartual zu gewinnen. Indem ihr ein Alien-Gericht kreiert, mit entsprechendem Rezept und Bild veröffentlicht
und hoffentlich nicht allzu viel Alien-Schleim dafür verwendet. Und da wir in der Küche eher unbegabt sind, haben wir uns für den Trade Card Contest entschieden und gehen mit dem Worst Joker ins Rennen. Der letzten Chance, wenn mal wieder alles schief geht. Einreichen könnt ihr eure Beiträge direkt über die entsprechenden Submission Threads im Spectrum, wobei ich euch empfehle, die Regeln vorher durchzulesen, um nicht noch disqualifiziert zu werden. Aber das war nicht der letzte Contest, bei dem ihr ein Schiff gewinnen könnt. Bei unserem Screenshot Contest, gesponsert von Starship24.com, habt ihr ebenfalls die Möglichkeit, eine Aspiria Talon, einen der neuen Skins oder gar eine Million Alpha USC im Spiel zu gewinnen. Details hierzu findet ihr im Discord oder im Trailer. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal, wünsche euch viel Spaß beim Trailer und sage wie immer, see you in the verse.